heute wieder mit durch unseren Tag. Also was erwartet euch? Ich will heute die Ostersachen rauspacken. Ich habe nämlich so schöne Äste vom Garten, von unserem Apfelbaum und da hänge ich ein paar Sachen ran. Und die Kinder, die werden heute fleißig Eier färben, das ist der Plan. Ich werde euch ein paar andere schöne Sachen zeigen. Ich werde mit euch quatschen. Wir werden wahrscheinlich später rausgehen. Also hier ist gerade mega schönes Wetter. Die Sonne, die knallt. Ich nehme aber trotzdem alle Regeln sehr ernst. Ne? Also die Kinder, Bruno liegt hier, die Kinder, die dürfen draußen schon spielen, aber immer mit Abstand. Es gibt nicht irgendwelche großen Ansammlungen. Ich nehme das Thema sehr ernst. Also ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, was in New York gerade los ist? Das ist einfach ganz gruselig. Und ja, aber ich möchte hier keine Angst machen. Ich will euch ein gutes Gefühl geben und zeige euch heute so ein paar Sachen. Nehme euch mit, einfach wenn ich Lust habe, dann filme ich und viel Spaß. Ich zeige euch jetzt was ganz, ganz Süßes. Das wurde mir zugeschickt. Ganz wichtig, das ist keine Kooperation. Meine Kleine, die packt es gleich aus. Du kannst schon mal auspacken jetzt. Also, ihr könnt euch auch angesprochen fühlen, wenn ihr eine kleine Firma habt und ihr denkt, dass meine Zielgruppe für euch interessant ist. Ich würde das dann auch nutzen und gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Firmen kämpfen, kleine Geschäfte, zeige ich sowas gerne. Und ich habe hier was so Zauberhaftes. Es ist von der Badefee. Es ist einfach so toll, es sind ganz, ganz süße Sachen, die werden in Deutschland produziert, liebevollst in Handarbeit. Ich zeige die euch, falls ihr ein schönes Geschenk sucht, für eine Freundin, für die Mama, für die Oma, für die Tochter, die hier schon steht. Ach, hast du schon ausgepackt? Jetzt wollen wir das doch zeigen. Jetzt mach's mal wieder rein. Und es ist so zauberhaft. Ich zeig's euch jetzt. Das Ganze kommt hier in so einem ganz süßen Schächtelchen. Ja. Ja? Machst du es auf? Ja. Dann mach mal auf. Ja. So, und dann habe ich das hier bekommen. Das ist einmal ein Coffee Scrub. Oh, Fresh und, Mint. Und Kuchen. Und Kuchen. Ah, ich weiß nicht, ob man das essen kann, Schnecke. Das ist tatsächlich nichts zum Essen. Das ist eine Badepraline. Oh Gott. Ah, lecker. Ja, da kannst du mit baden gehen. Ja. Und eine Cremeseife. Lecker. Ja, Creme. Seife, genau. Ich zeige es euch mal von hinten. Sommertanz, ja. Zauberhaft. Mal gucken, vielleicht verschenke ich das. Vielleicht darfst du es benutzen. Es ist so süß gemacht. Spielen. Ja, das kannst du dann mit in die Badewanne nehmen, ne? Falls ihr auch so kleine, süße Geschäfte unterstützen wollt, dann macht es jetzt. Wirklich, macht es jetzt. So sick. Verwöhnt euch, belohnt euch. Ganz wichtig, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben bei Badefee. Bis zum 30. April spart ihr 15% ab einem Wert von 25 Euro mit dem Code Amelie15. Alles groß geschrieben und ja, schaut da gerne mal nach. Ganz wichtig nochmal, ne? Ich habe nichts davon. Ich will das nur, dass ihr es wisst, dass ich bin halt jetzt, ich habe halt eine kleine Reichweite hier und finde es schon wichtig, dass man so Firmen unterstützt und macht das auch jetzt gerade gerne. Die Kinder, die spielen jetzt drüben. Ich versuche hier immer so Animationen zu machen. Und ich sage euch, Leute, ich selber müsste jetzt auch mal animiert werden. Wo ist denn jetzt die gute Fee, die mir jetzt mal so den Zauberstab auf den Kopf haut und sagt, Ding! Die gibt's halt nicht, ne? Man muss sich selber so motivieren. Vielleicht habt ihr ja so ein paar Techniken, wie man sich selbst motiviert, um positiv zu bleiben. Und damit meine ich jetzt kein Alkohol. Ich weiß, dass es auch helfen kann, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und ich bin wirklich gespannt, was wir so erfahren werden nach der Krise. Ich werde mir heute auch wieder einen Eiskaffee genehmigen. Ich hatte meinen ersten schon. Und es tut einfach gut. Also das sind so diese kleinen Oasen. Und ich habe es euch ja auch schon gesagt, auch wenn es abgedroschen klingt, ne? So ein bisschen Wellness. Deshalb versuche ich mich auch immer zu schminken. Ich habe jetzt meine Haare nur geflochten und einfach aufgemacht. Aber einfach so ein bisschen für sich, so als Frau. Weil das ist, glaube ich, schwierig, wenn ihr jetzt 3 Wochen zu Hause seid und ihr euch normalerweise irgendwie herrichtet und dann echt so rumlauft. Aber gut, wenn das für euch perfekt ist und ihr euch sau wohl fühlt, ist es perfekt. Aber für mich wäre es nichts. Also ich merke schon so, wenn ich mal so einen Tag dabei habe, an dem ich mich nicht pflege oder irgendwie mich selber verwöhne, fühle ich mich nicht so gut. Das muss ich ehrlich zugeben. Also für mich ist das total wichtig. Und ja, und ansonsten gucken wir halt einfach,
wie es weitergeht. Keiner weiß es. Das ist auch so, glaube ich, das Schwierige, dass man nicht weiß, was kommt, ne? Wie es jetzt weitergeht, was der nächste Schritt ist, wann geht es wieder. Und vor allen Dingen, wie werden die Menschen sich dann auch verändert haben nach der ganzen Krise? Und habt ihr auch so das Gefühl, einkaufen gehen ist sowas Unangenehmes gerade? Ich finde es richtig gruselig, einkaufen zu gehen. Ich versuche gerade alles online zu bestellen und ich hasse einkaufen zu gehen. Also in die Geschäfte, in die man noch kann, gehe ich gar nicht gerne rein. Ich finde es unangenehm. Es ist so eine bedrückende Situation, ne? Ja, haben wir ja alle, sitzen wir alle in einem Boot. Muss ich gar nicht jetzt hier so lang drüber reden. Aber ich weiß, dass euch das gut tut, wenn ich so mit euch quatsch und aus meinem Leben raus, ne? Und das ist vielleicht so der Effekt für euch, wenn ihr so seht, wie es bei mir ist, bei uns so läuft, könnt ihr euch ja so ein paar Sachen rausnehmen oder denken, ja genau, ich empfinde das genauso. Und dann diese ganzen tollen Nachrichten von euch, was ihr mir schreibt, ne? Das ist schon irgendwie schön. Und ich glaube, auch wenn das andere Frauen lesen, das ist dann einfach so das Gefühl, dass wir alle so zusammen sind. Und man fühlt sich vielleicht alleine, aber wir sind alle zusammen irgendwie alleine gerade, ne? Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ja, ich muss jetzt mit den Kindern Eier färben, weil wir wollen auch gleich noch rausgehen. Und ich muss das alles schaffen. Also, und das ist aber auch für euch vielleicht, überlastet euch nicht, ne? Und was mir aber auch jetzt total geholfen hat, das mache ich jetzt seit ein paar Tagen, ich schreibe mir jeden Morgen To-Do-Listen. Und das hilft vielleicht auch euch, weil ich dann Abend gucken kann und dann sehe ich, oh wow, das habe ich heute alles geschafft. Und dann bin ich irgendwie erleichtert und dann schlafe ich auch besser. Komm mal her. Ach, der Wackel, weil, den zeige ich jetzt mal. Wir haben hier so ein komisches Vieh. Mensch, der passt heute farblich voll gut zu mir. Das ist Wackelwalli und der kann eigentlich so kleben und dann rutscht der so runter, aber er klebt nicht mehr, weil wir haben ihn mal gebadet und dann haben wir ihn gepudert. Was machen wir jetzt? Und danach? Was machen wir danach? Was macht man heute mit den Kleinen? Ostereier färben. Das machen wir jetzt. Dann geht's hier los, Leute, und das zeige ich euch jetzt wieder. Die Eier kochen und hier habe ich jetzt alles vorbereitet. Das wird so eine Mischung aus ein bisschen mit Farbe malen, einfach diese fertigen Sachen, die man da kaufen konnte. Das sind so diese Farben, die kennt ihr wahrscheinlich in solchen Tüten. Rot und schwarz. Und das nennen die Leuchteier. Und die haben wir auch schon im Bauch fertig, ne? Das ist jetzt übrigens mein Outfit. Bequeme Sneaker. Ich finde so eine Jeansjacke irgendwie gerade voll gut. Und ich liebe dieses Shirt, echt. Ich finde, das macht so gute Laune. Ja, dann habe ich noch hier meine Sonnenbrille von Jessica Simpson. Mein schöner Eiskaffee. Ich habe jetzt keine Sahne, sondern dafür 3 Kugeln Joghurt-Eis genommen. Ich liebe das. Und was habt ihr Leckeres? Zeig mal deins. Oh, lecker Schoko. Und zeig mal deins. Oh, Erdbeere. Also ich sage euch, Leute, so ein Eiskaffee im Halbschatten, der rettet Leben. Boah, ich habe gerade so beobachtet, hier so, wie so verschiedene Eltern mit ihren Kindern umgehen, ne? Da gibt es so die ganz Ambitionierten. Da weißt du, die sitzen schon um 8 am Rechner und die müssen dann Diktate schreiben und da wird gerechnet und es ist alles getaktet. Die haben jetzt hier Sport gemacht, die Mutter musste auch mit rennen. Ey, der Vater, das war so ein Offizier. Das sind wir nicht. Ich meine, ich wäre auch schon so strukturiert. Ich versuche auch meine Kinder so ein bisschen anzustoßen. Vor allen Dingen meinen Großen, der muss ja schulisch was machen. Aber ich versuche auch immer so zu gucken, wie ist die Stimmung. In den ersten 2 Wochen hatte ich tatsächlich auch den Plan zu sagen, so jetzt immer um 10 bist du am Platz hier. Das habe ich ein bisschen gelockert. Und wenn wir solche Aktionen machen, wie Eier färben oder gestern an die Oma-Karte schreiben, dann muss er da jetzt nicht dann noch extra noch ein Diktat schreiben. Das würde der auch gar nicht machen. Also, und ich will nicht diese Kämpfe immer mit den Kindern führen. Ne? Also wir sind da sehr,
Also ich habe so ein bisschen die Einstellung, das locker zu machen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich im Moment durch diese Situation im Homeoffice auch echt an meine Grenzen komme. Hätte ich nie gedacht, aber jetzt so nach 3 Wochen, sind bald 4, ne? Kann man schon sagen, ich freue mich total, wenn die Schulen und die Kitas wieder öffnen. Aber wir wissen ja alle nicht, wann das sein wird. Die Chancen stehen ja eher schlecht, dass es bald ist. Aber was soll man machen? Ich bin jetzt am Überlegen, weil ich ja Videos plane, wie ich die drehe. Ich will natürlich ungern jetzt zu Ostern drehen. Und von daher kann es auch sein, dass vielleicht auch mal nicht diese Regelmäßigkeit ist. Vielleicht lasse ich das auch ein bisschen lockerer, dass es vielleicht nicht so viel gibt. Vielleicht mache ich mal eine kleine Pause. Das ist ja vielleicht auch ganz schön. Das entscheide ich aber spontan. Ne? Jetzt im Moment habe ich voll Lust und Energie und will das machen. Aber kann auch sein, dass ich dann über Ostern nichts mache und einfach die Zeit genieße mit den Mäusen. Und wir im Garten einiges machen. Das macht so Spaß. Es gibt ja vielleicht auch manche, die das total genießen, die jetzt keine Angst haben vor der Krankheit, die tatsächlich so diese Entschleunigung genießen. Gibt es bestimmt auch. Und das ist dann auch was total Schönes. Schreibt mir doch mal bitte, ob ihr Ostern bei euren Familien seid, wie ihr das jetzt handhabt. Das interessiert mich auch sehr. Weil die meisten jetzt hier jetzt nicht verreisen. Wie macht ihr das? Ich glaube auch, dass diese Krise die Menschen so ein bisschen verändern wird. Also allein die Vorstellung, ne, vor ein paar Wochen hätte ich mich... Wenn man die Bilder gesehen hat von China, wie die da alle mit Mundschutz rumgelaufen sind, da habe ich immer so gedacht, so, das wird hier nicht möglich sein. Und jetzt laufen hier die Leute mit Mundschutz rum. Und allein, dass sowas jetzt passiert ist mit der Gesellschaft, es ist, also ich finde, das ist schon was Traumatisches, wo keiner noch so richtig weiß, in welche Richtung das gehen wird. Ich habe das Gefühl, dass der Himmel extrem blau ist. Das ist eine Farbe. Vielleicht hat es auch was mit der Luftverschmutzung zu tun, die jetzt weniger ist. Die wenigen Flugzeuge, die noch fliegen. Die Schiffe, die nicht mehr fahren. Die ganzen Kreuzfahrten, die nicht mehr stattfinden. Das ist schon irgendwie so toll, dass die Fische in Venedig in den Kanälen wieder schwimmen. Das ist was sehr Wundervolles, ne? Was hat mir gestern meine Freundin erzählt? Dass wohl jetzt Wildschweine hier so in die Städte reinkommen. Und ich habe ja gesehen, dass bei uns Möwen fliegen im Garten. Und wir hatten nie Möwen. Wir hatten da Kraniche, die haben wir ja auch noch, und Schwäne. Aber Möwen? Verrückt, ey. So, wir haben hier Post bekommen vom Bürgermeister. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das mache ich jetzt mal auf hier. 1,5 Meter Abstand. Ja, das machen wir ja auch alles. Halt so ein Infoblatt. Ich muss jetzt ganz kurz erzählen, wir sitzen da unten auf der Bank und da habe ich mich schon gewundert, da kam so eine Mutter mit ihrer Tochter und die haben sich so direkt, also relativ nah zu uns gesetzt. Die haben so 2 Meter Abstand gehalten, aber hatten jetzt nicht so die Berührungsängste. Das ist schon so, Mensch, so ungewöhnlich. Und dann haben die sich unterhalten mit jemandem, der dann dazu kam, irgendwie so Schulfreunde. Und dann haben die erzählt, ja, sie hatten vor 3,5 Wochen Corona. Und ich so... Ich meine, okay, 3,5 Wochen, das ist ja dann nicht mehr ansteckend. Aber deshalb waren die da so ganz normal, weil die müssen sich ja keinen Kopf mehr machen, ne? Die, also es ist ja wohl so, wenn du den Virus hattest, kriegst du nicht so schnell wieder. Ja, das war kurz komisch. Mein Sohn hat es gehört, der ist halt direkt aufgesprungen und ist weggerannt. Und wir sind dann auch gegangen. Also wir hatten mit denen nichts zu tun, ne? Die saßen von uns echt entfernt. Also es ist ja so eine Parkbank und ich saß ganz links und die saß ganz rechts. Das Mädel hat ihr Eis gegessen und hat dann ihre Freundin erzählt, dass sie Corona hatte vor 3,5 Wochen. Und ich so... Ich bin jetzt mal ganz kurz hier in das ruhige Zimmer verschwunden. Zum Hof. Boah, ich liebe dann auch diese Ruhe im Hof. Ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt für uns Frauen, um das hier so alles zu schaffen, die halt so eine Belastung haben, ist so die Selbstfürsorge, so auf uns zu achten und uns so kleine Auszeiten zu schaffen. Weil nur wenn man diese kleinen Auszeiten hat, dann hat man wieder die Energie, um alles andere zu packen und die Nerven und die Kraft. Also die Selbstfürsorge. Und wie man das dann am Ende umsetzt,
schwieriges Thema, ne? Oh, jetzt geht hier so schön der Wind rein. Ist herrlich gerade. Ich habe hier so Vorhänge, die wubbeln hier gerade so hin und her. Ist total schön. Ja, also Selbstfürsorge. Sich Inseln schaffen. Ich dachte mir, ich zeige euch jetzt nochmal ganz flott ein Haarprodukt, was ich ziemlich gut finde. Das ist von Glisscur. Ist total günstig. Ich habe es, glaube ich, bei DM gekauft. Und ich mache mir das immer in meine Haare, wenn ich die gekämmt habe, wenn die trocken sind. Und dann, wenn ich die flechte, dann werden die einfach, kriegen die so eine schöne Welle und so einen Glanz. Ich finde das Zeug ziemlich gut. Ist auch total günstig. Deshalb dachte ich mir, ich zeige es euch mal. Ja, sind so diese kleinen Helferlein, die wir Frauen so im Einsatz haben. Und in der Zeit, wo die Eier kochen, packen wir jetzt eine Pinkbox aus. Ich habe diese Box hier schon einen Monat stehen. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Und das mache ich jetzt mit meiner Kleinen. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Und ich habe auch immer einen Code für die Pinkbox. Ich finde es nur lustig, das jetzt einfach mit ins Video zu packen. Und kleine Pinkbox auspacken. Das ist jetzt diese Hello Spring. Ich finde sie total hübsch. Mal gucken, was hier wieder ist. Die machen das immer so. Ah, da hat sich noch was versteckt. Die Kleine darf jetzt gleich aufmachen und so lange zeige ich euch das hier. Orange Mama. Secret. Ja, na komm schnell. Was? Gut, komm mal her. Das ist hier ein, was ist das überhaupt? Ein Duschgel, ja, die sind eh immer genial. Oh. Ja, na komm, pass auf, wir holen die mal da raus, die Box. Und dann kannst du die mal aufmachen. Vorher gibt es hier noch, guck mal, noch ein schönes Magazin. Sollen wir das mal zeigen? Das Couch-Magazin. Oh, eine Schleife. Nein. Ein Geschenk ist da drin. Meine Bildsachen. Na, mach mal auf. Na komm, musst du da ziehen? Du hast jetzt ganz nasse Hände, ne? Machen wir das zusammen. Aha. Was ist das? Ein kleines Heft. Dann haben wir hier ganz viel so Papier. Das machen wir gleich mal darüber. Oh, was ist das denn alles? Ganz süße Postkarten haben wir hier. Ganz schöne Postkarten. Ja, die kannst du nehmen. Hello Spring. Das finde ich mega süß. Was ist denn das? Das ist diese Polar-Lippen. Oh, Lippenbalsam. Das ist toll. Von Sebamed eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 20. Och, das brauche ich gleich hier. Was ist das? Ein Hanfgetränk. Oh, wie toll ist das denn? Eine Luvers Heilerde, dann eine Luvers Reinigungsmaske. Was ist das Schönes? Balmy Blur Primer Drops. Aha. Ein Kissable Lip Gloss von Rivalmi. Auch toll. Ja, alles da drin in der Box. Na, und du hast alles da unten verteilt. Na, schön. So, Leute, ich wünsche euch wundervolle Ostern. Genießt die Tage, auch wenn es vielleicht jetzt nicht mit der Großfamilie ist. Geht raus an See, in Wald spazieren, esst und kocht was Leckeres. Lasst die Seele vielleicht mal baumeln, so gut wie es geht. Die Natur hilft sehr, ne, finde ich. Also wenn man dann rausgeht und das Licht so schön ist und auch die Ruhe und die Vögel so singen, das hilft mir gerade total. Ja, ich melde mich dann wieder bei euch. Tschüss.